Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Grauer Wolf. Heute wollte ich euch zeigen, wie wir da bei der PS4 Pro, bei der PlayStation 4 Pro, die Festplatte wechseln können. So, und dazu benötigen wir eigentlich nur einen ganz normalen Kreuzschraubenzieher, eventuell irgendwie ein Plastikteil, was nicht unbedingt Kanten hat und kratzt. Und das war's auch schon. Das PlayStation 4, bei der PlayStation 4 das Festplattenwechseln ist überhaupt nicht schwer. Und würde ich sagen, nach dem Intro geht's wie immer los. So, Freunde. Und zwar, wir müssen dazu erstmal die PlayStation nehmen und hier hinten seht ihr neben dem LAN-Eingang, seht ihr hier dieses Ding. Normalerweise kann man das mit den Fingern leicht wegmachen. Ja, genau, könnte man leicht wegmachen. Ihr seht es einfach hinten, nein, seht ihr nicht. Einfach, ich mache nochmal zu. Hier hinten packen und wegnehmen. Die Leute, die nicht trauen, können mit dem Lineal vielleicht ein bisschen darunter gehen, deswegen habe ich das Lineal genommen. So. Dann das hier vorsichtig langsam wegnehmen und hier an den Festplattenschlitten. Das ist der Schlitten der Festplatte. Wir legen die jetzt auf den Kopf. Und hier ist eine schwarze kleine Schraube. Ich sehe sie, glaube ich, auf dem Video auch hier. Diese kleine schwarze Schraube drehen wir raus. Das ist übrigens bei jeder PlayStation 4 das PlayStation-Symbol auch drauf. Das ist voll cool. So. Die kleine Schraube legen wir an die Seite. Dann schieben wir den Schlitten an diesen zwei Halterungen raus. Und sehen jetzt unsere Festplatte. Hier, 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 hier ist eine Schraube. Die schrauben wir dann auf. Und hält sie jetzt weg. Ja, die ist jetzt genau da reingefallen, wenn ich sie nicht brauche. Also passt auf, dass eure Schraube nicht unbedingt in die PlayStation reinfällt. So. Könnt auch doof enden. Also, ich gehört habe und gelesen habe, dass Kinder auch Geld in die Laufwerke schieben bei der PlayStation. Das ist dann nicht mehr so toll. So, die hier rausnehmen, die alte. Da haben wir eine Toshiba drinnen. Ich weiß nicht, es gibt da. Ich habe noch einen anderen mal gesehen. So, und ich baue jetzt mir eine SSD ein. Samsung, ein Terabyte. Also, ich kann die euch nur empfehlen. Ich finde die perfekt. Und genau, die bauen wir jetzt ein. So rum. Dass hier die lange Seite ist und hier die kurze Seite ist, wird sie eingebaut. So, dann ein bisschen halten, dass, ich zeige es euch mal, dass dieses Loch hier mit diesem Loch übereinstimmt. Alles kein Hexenwerk. So, gut. Macht auf den Gummi auf. Auch noch erzählen, dass dieser Gummi hat nämlich hier, so, ich weiß nicht, ob ihr es seht, so eine Mitte. Und da müsst ihr aufpassen, dass der Gummi genau auf beiden Seiten gleich ist. So, dass innen sowie außen Gummi ist, achtet bitte darauf, dass wir nicht unbedingt die Festplatte beschädigen. So, dann das Ganze wieder zugeschraubt. Kleiner Tipp von mir,
macht es überkreuzt. Dann ist es einfacher, als wenn ihr die eine Seite zukippt und dann die andere Seite zumacht. So, irgendwie zittere ich gerade ein bisschen, dass das Ganze gerade nicht einfacher macht. So, jetzt. Danach die dritte. Ich denke, das Zuschrauben. Sollte nicht das Problem sein. Was wichtig zu erwähnen ist, wenn ihr die Festplatte wechselt, sind alle Accountdaten und alles weg. Das heißt, ihr habt dann quasi wieder eine Lego PlayStation 4 und müsst dann die Accounts neu eingeben. Das wäre noch wichtig zu erwähnen, wenn ihr das macht, dass ihr das Bescheid wisst, wenn ihr das macht, okay, aber ihr müsst halt dann eure Accounts, die Spieldateien sichern, USB-Stick, Online-Speicher etc. pp., weil sonst sind sie wieder auf Null. Auch natürlich online, wenn ihr online gespielt habt, dann nicht, dann müsst ihr sie nicht sichern. RDR 2 zum Beispiel, GTA 5, was weiß ich was, da müsst ihr natürlich nicht sichern, die online sind, Offline-Spiele sind auf der Festplatte drauf, bei mir quasi auf der hier. Und dann müsst ihr sie sichern. So, dann schieben wir es wieder so rum rein. Immer daran denken, ohne Gewalt, einfach nur leicht drücken. Schraube wieder zuschrauben. Und das war es auch schon. Ach nee, Moment mal, ich wollte noch was auch zeigen oder machen. Was ihr, wenn ihr mir eh gerade offen habt, die Festplatte, könnt ihr, wenn ihr wollt, einmal da nur kurz durchsaugen. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt, aber wenn da doch irgendwie Staub drinne war, ist da auch wieder raus. Und ja, macht man ja nicht jeden Tag auf. Genau, das war schon alles. Ansonsten habe ich noch zwei Videos von Festplatte, wie wir sie reinigen, komplett. Und einmal ohne Garantieverlust. Würde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und genau, das war's. Die Abdeckung wieder drauf. Ein bisschen Abdeckung drauf, da muss ich ein bisschen schauen, dass sie irgendwie in die Halterung reinpuppelt. Also hinten rein zuklipsen und die Festplatte ist gewechselt. Ganz kurz also sagen nochmal, Accounts, die drauf waren auf der Festplatte, bleiben auf der Festplatte drauf, die sind hier auch weg. Wenn ihr jetzt eure Festplatte am PC haben wollt, warum auch immer, weil ihr sagt, naja gut, ihr habt eine 1TB SSD hier drin gehabt, habt eine 2TB SSD reingebaut, werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken zu meinem Video, wie ihr die am PC formatieren könnt, die Festplatte, und dann dadurch wieder eine PC-Festplatte hinbekommt, weil die ist jetzt in einem anderen Dateiformat und genau, und schreibgeschützt, deswegen werde ich dann zeigen, werde ich verlinken, und das war's auch schon, wie immer dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da, und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Daumen nach oben, Daumen nach unten, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, und dann Dankeschön, bis zum nächsten Mal, euer Grauer Wolf.